Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen. Oh, falsche Taste. Zu einer neuen Folge von Stygian Tales. Stygian. The Doom that came to Arkham. Hier wollen wir rein. Bin froh, Sie zu sehen. Hier lang. Master Stanley wartet in seinem Zimmer auf Sie. Er ruht. Komm mit, mein Soldat. Was ist denn mit Ihnen los? Du siehst Stanley im Dunkeln sitzen, bleich und seiner früheren Energie beraubt. Ein Verlust, so nervig er auch gewesen sein mag. Er beginnt in einem beunruhigenden Tonfall vor sich hinzuflüstern, auch wenn du nicht sagen kannst, was dich genau an seiner Stimme stört. Willkommen, Sir. Danke, dass Sie kurzfristig vorbeischauen. Vergeben Sie mir meine Aufmachung. Meine Studien rauben mir alle Kraft. Ich sollte mich hinlegen und mich etwas erholen. Aber ich bin kurz davor, einen Weg von hier wegzufinden, so nah, dass es sich lohnt, die Grenzen dieser Höhle aus Fleisch und Knochen auszureizen. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen, könnte ich Sie untersuchen. Ich glaube, ich bin nicht sehr gut in Medizin. Offenbar haben Sie das Problem mit dem Urik aus dem Mann gelöst. Ah, ich erinnere mich. Geht es um diesen Ausweg, vor dem Sie sprechen? Warum haben Sie mir nicht früher davon erzählt? Probier mal Medizin. Danke, aber das wird nicht nötig sein. Ich brauche nur Ruhe. Das ist alles. Solange mein Geist geschärft bleibt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie haben das Problem mit. Sie wissen also, wie man hier wegkommt? Richtig. Es wird Zeit, dass ich dieses verdammte Affengehege hinter mir lasse. Doch Sie sehen, erlaubt es mir, mein gesundheitlicher Zustand nicht, meine Arbeit zu beenden. Und ich habe große Zweifel daran, dass mein derzeitiger Gehilfe einfallsreich genug ist, um mir in der letzten Prozessphase zu helfen. Und da komme ich ins Spiel. Was sollen all die Maschinen? Ich dachte, sie interessieren sich für Folklore. Und da komme ich ins Spiel. Genau das meine ich. Ich brauche eine rasche Auffassungsgabe und einen fähigen Geist wie ihren, um mein Werk zu vollenden. Helfen Sie mir dabei, meine Arbeit zu vollenden, und Sie können mich begleiten. Eine Ehre, die niemand sonst zuteil wird. Entfliehen Sie diesem Strudel primitiver Schwingungen. Wie sollen wir von hier entkommen? Sagen Sie mir, was ich dafür tun muss. Sie kommen gleich zur Sache, das gefällt mir. Es bedarf einiger unerlässlicher Komponenten, um meine Forschung abzuschließen. Ein Funksender? Ach, Funksender. Für Langwellen, ein elektronischer Leitungsdraht und Formaldehyd. Nur sie trennen uns noch von der Unendlichkeit. Wo finde ich die Komponente? Komponente? Sie hätten eine Karriere in der Reklame in Erwähnung ziehen sollen. Sagen Sie mir, wo ich am besten anfange. Wo finde ich die Komponenten? Leider werden Sie das selbst herausfinden müssen, mein Freund. Richter vom Drugstore kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. So verkommen er auch sein mag, er scheint genau über die Fähigkeiten zu verfügen, die uns in diesen finalen Phase von Nützen sein könnten. In Ordnung, ich spreche mit Richter. Sterben Sie nicht, bevor ich diesen Auftrag abgeschlossen habe, Stanley. Ich habe eine Frage. Leider zwingt mich meine Krankheit zur Bettruhe. Wir sprechen später.
Kann man irgendwo dran? Scheinbar nicht. Ah. So. Interessant, interessant. Ich glaube, ich hätte ihn, als er hier gekämpft hat, hätte ich den verteidigen müssen. Ich glaube, das wäre vorteilhaft gewesen. Ich glaube aber, ich gehe jetzt erstens weiter dem Indianer nach. Ich gehe mir nur vorher noch ein bisschen mehr Verstärkung holen. Weil mit 3 Leuten kämpft sich besser als mit 2 auf jeden Fall. So. Ich brauche sie für einen Kampf. Si, natürlich. Irgendwann will jeder was von mir. Bezahlen Sie mit 23 Kim und ich folge Ihnen bis ans Ende der Welt. Aber Sie sind wir schon nicht. Ja. Wir können nächstens. Biene, Sie sind zäh, so wie ich, Senna. 23 für einen Kampf. Kommen Sie. Kann ich meine Gesundheit wieder voll machen? Sonst gibt's nichts für Gesundheit heilen, ne? Verbänder machen das auch nicht. Die stoppen nur Blutungen. Karte. Arkham-Karte. Wildnis. Dead Willow. Ich komme da keine schnelle Reise hin. Okay. Die drei Gestalten, die durch die Stadt waschen. Alle super ruhig und alles. Da sind da drei, die da durchlaufen. Ja, das ist echt geil. Mir gefällt, dass das hier so viele Optionen gibt. Also viele Storylines. Mit dem Arkham Killer jetzt hier irgendwie einen Geheimweg reinzufinden, dass der sein Machen kann. I like this. Oh, wir werden angegriffen. Das Ringen beginnt. Weil da in dem Bild würde ich nämlich sagen, dass ich den nämlich als Freund haben hätte können. Was sind das denn? Das sind nur Hunde. Wenn man sehen könnte. Achso, man kann es sogar. Das ist ja nice. Der ist als erstes dann. Die kommen ja voll weit. Ja, der haut ab. Ist weggekrettert. Nicht kaputt machen. Ach du Scheiße, was geht jetzt? Nicht den voll machen. Greif eher den anderen an, ihr Penner. Blöden Hunde.
Ach, der kann auch nichts, der Typ, ne? Der ist schon. Ich hab nicht genug AP. Die sind jetzt wieder vor mir dran. Sehr gut, die sind tot. Der ist so mies, der Typ. Der kann nix. Jetzt knall die ab. Du bist so schlecht, das ist unglaublich. Als ob der als erstes angreifen darf. Felix, jetzt greift er nur den um. Uff, ich glaube, das war nicht klug, da zu kämpfen, so viel. Auf der Reise stößt du auf eine überraschenderweise intakte Straße mit einigen heruntergekommenen Automobilen. Du fragst dich, was wohl aus den Fahrern geworden ist, denn jeder Wagen, den du bisher gesehen hast, ist wie verwast. Verwaist? Verwaist? Kein einziger Leiche an den Lenkrädern oder auf der Straße, was auch immer mit ihnen geschehen ist. Diese Geisterstadt erleichtert dir auf jeden Fall das Vorankommen. Kann man da nicht rein? Was ist das denn? Du entdeckst einen Friedhof vor dir. Willst du dich ihm nähern? Ja, klar. Interesse zeigen. Was finde ich denn da alles? Ach du Scheiße. Ich hoffe, ihr seid ready, Leute, da reinzugehen. Ich brauche Moneten, ich brauche Schätze. Wo sind meine Leute? Ein plötzlich kalter Wind, das war viel zu schnell. Deine Zeit in der Obhut. Plötzlich rollte die Leiche eines Mannes vor die Füße. Er sieht aus, als habe er sich vor Schmerzen gewunden und seine Füße wurden an den Knöcheln abgetrennt. Das war alles. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Schau, warum seid ihr nicht mit reingekommen? Was brauche ich denn für diesen Dietrich? Wo ist denn der komische Ring? Ich glaube, die kann ich alle mal verkaufen eigentlich, ne? Heimlichkeit, ne, doch. Ist die Fertigkeit, um den Schatten zu verschmelzen und ne. Komisch. Ja, das war's. Hier gibt's sonst nichts mehr. Ist ja vorteilhaft, irgendwie Schlösser knacken zu. Was kann ich das nicht? Das muss doch irgendwie gehen. Ich hab doch einen Dietrich. Wo ist mein Dietrich hin? Da ist mein Dietrich. Der Anwender kann damit Türen und Behälter aufschließen. Er fordert die Fähigkeit Listigkeit.
Oh, fuck. Die Charakter kann ich. Der hat das nicht. Den kann ich nicht anklicken. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was uns jetzt wieder erwartet. Keine Unterbrechung. Nice. Ach, jetzt sucht ihr direkt Stress. Warum ist der eigentlich immer ganz hinten? Du hast mich gerade gemessert, ne? Da habe ich dich weggekrittet, Penner. Voll Fokus auf den ersten. Wie viel Gesundheit hat denn der? Sehr nice. Nicht genug AP. Boah, der kommt echt weit. Ich hoffe, die halten nicht allzu viel aus. Und ich hoffe, die sind nicht vor mir dran. Das wäre echt mich jetzt. Naja, Runde beginnt. Langsame Reaktion. Oh, der ist als erstes dran. Nicht immer auf mein. Er ist gleich tot. Ach du Scheiße. Scheiße. Du hast nicht genug Aktionspunkte. Oh, fuck. Mit einem Kampf auf das Inventar zu greifen kostet 5 Aktionspunkte. Sag mir nicht, dass du die nicht benutzen kannst. Warum kann ich die nicht benutzen? Ja, das ist RIP. Das ist echt kacke jetzt. Warum konnten. Was war das denn jetzt? Oh, das ist jetzt scheiße. Auf den bitte. Man müsste das jetzt tanken. Ich mache aber auch gar keinen Schaden, ne? So, der kann immer noch nicht. Das ist echt ein bisschen ätzend. Das sieht mies aus. Ich glaube, ich werde drauf gehen. Ich dachte nicht, dass das so extrem starke sind. Ich meine, das sind doch ganz normale Waffen. Die sind
übertrieben stark. Nur gestriffen. Sehr gut. Oh, warum machen die 17 Damage? Ich mache nicht mal ansatzweise so viel. Der hat kein Inventar oder was? Ja, der ist richtig tot. Zieht euch doch zurück, ihr Penner. Ich bin sowas von tot. Sehr gut. Oh. Oh, ja. Das ist auch gut, nur gestriffen. Ja. Warum durfte der nicht schießen? Lol, der wurde geskippt. Was war das denn? Jetzt aber. Hab ich nicht genug RP, so ein Scheiß. Okay, ich dodge doch. Das ist mies. Ich hoffe, ich kriege wenigstens genug Loot, dass es sich das gelohnt hat. Oh Gott, auch noch die fängt an. Ein Angriff kostet mich 4 Punkte, genau. Nicht genug Punkte für einen Angriff. Jetzt fallt doch mal um. Endlich. Wehe, das bringt mir jetzt gleich nicht genug Loot, ehrlich. Der lebt immer noch. Ich bin auf Angststufe 1. Deine Angst hat sich gerade um eine Stufe erhöht. Angst entsteht aus den düsteren Erfahrungen, die du durch all den Schmerz und das Leid anhäufst, die du während deiner Reise ertragen musst. Traumatische Ereignisse, Gewalt und Stress lassen deinen Charakter Angstpunkte ansammeln. Und wenn sich schließlich deine Angst um eine Stufe erhöht, musst du einen Nachteil wählen, der eine negative Eigenheit darstellt. Ja gut, da habe ich einen verloren. Nach dem Blutvergießen merkst du einen Mann mit dunkler Haut und traurigen Augen, der einen kurzen Überwurf mit traditionellen Abenaki-Muster trägt. Und ein kleines Mädchen vor dem Chaos zu schützen versucht, das gerade über seinen Stamm hereingebrochen ist. Das sind ja wohl selbst schuld. Sie haben sie alle abgeschlachtet. Seine
Wangen sind nass vor Tränen der höchsten Seelenpein. Sie haben ein Volk ausgelöscht. Der letzten der Abenaki. Er fährt schmetternd fort und ringt um Fassung. Hören Sie mir zu. Ich werde das Verbrechen, das Verderben, das sie verdient haben, nicht heraufbeschwören. Aber wenn jede Faser meines Herzens danach schreit, werde ich es nicht tun. Er deutet auf das kleine Mädchen hinter ihm. Er starrt dich mit schreck geweinten Augen an, solange sie das Mädchen am Leben lassen. Ihr Häuptling hat mich dazu gezwungen. Ich wollte das nicht. Sie haben mich angegriffen und ich habe mich verteidigt. Nur die Stärksten überlegen. Ich habe mich... Ja. Sie haben sie angegriffen. Niemand hat sie hierher eingeladen. Sie Schwein. Ich bin nur hierher gekommen, um ein paar Antworten zu finden. Was geschehen ist geschehen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich will keinen von ihm beiden was antun. Ich brauche nur ein paar Antworten. Ich bin hergekommen, um ein paar Antworten zu finden. Es ist mir scheißegal, warum sie hierher gekommen sind, solange sie dieses Mädchen nicht zuhören. Ich versuche, den Schlitzer von Arkim zu finden. Wyatt war einer der Hauptverdächtigsten. Sie dachten, Wyatt wäre der Schlitzer. Er hat Wichtigeres zu tun, als nutzlosen Narren umzubringen. Ihr Schlitzer ist nicht einmal lebendig und er ist auch nicht nur ein einzelner Mann. Was soll das heißen? Er ist nicht einmal lebendig. Woher wissen Sie das? Geben Sie mir Ihre Worte, dass Sie dem Mädchen nichts antun werden, dann erzähle ich es Ihnen. Sie haben mein Wort, ich kann nichts versprechen. Oh. Was soll ich mit dem Mädchen? Der junge Schamar bedeckt sich die Augen mit einer seiner Hemdsärmel und beginnt in ausgelaugtem Ton zu sprechen. Vor einiger Zeit sammelte ich Wurzeln in West Willow, als ich plötzlich einen kalten Windhauch spürte. Er hatte keinen natürlichen Ursprung, er kam von irgendwo anders. Ich spüre diesen Windhauch, wenn Schattenleute in der Nähe sind. Die Geister der Toten, die an die schwärzesten aller Gefühle gebunden sind, so sehr, dass sie zum Schatten ihrer selbst werden. Also lief ich in die Richtung, aus der der Wind wehte, denn ich habe schon Schattenleute töten und noch Schlimmeres tun sehen. Da ich fürchte, dass ein Abenaki zufällig den Weg der Schattenleute kreuzen könnte, nahm ich meinen Mut zusammen, um mich ihnen zu stellen. Inzwischen wünschte ich, ich hätte das nicht getan. Was haben Sie gesehen? Reden Sie weiter. Er ist nicht sehr glücklich darüber, sich diesen Moment ins Gedächtnis zu rufen zu müssen. Da war ein Dutzend von ihnen. Sie hatten noch nie zuvor so viele von ihnen auf einmal gesehen. Schwärzer als die finsterste Nacht. Brodelnder vor Hass und Zorn. Brodelnd. Sie folgten einem Mann, den ich ahnend seiner Kleidung für einen Mafioso hielt. Er rannte um sein Leben wild und verzweifelt wie ein Tier auf der Flucht. Das wäre dann entweder Salvon oder Abel. Endlich komme ich mal voran. Wer immer er auch war, ihm blieb nicht einmal die Zeit zu schreien. Einer nach dem anderen stach mit Klingen aus purem Hass auf ihn ein, als schuldete jeder von ihnen dem Mann einen blutigen Stoß. Die Gefühle, von denen sie trieften, bei dem Gedanken kriecht mir immer noch die Kälte ins Herz. Sie stachen noch lange weiter auf ihn ein, als er schon tot war. Und dann... Als ich mich schließlich auch um meinen eigenen Haut zu sorgen begann, geschah etwas. Es war, als wären sie zurückgerufen worden. Wohin zurückgerufen? An einen Ort, den ich schon lange gespürt und mit Recht gemieden hatte. Ein Ort, der in Arkim gar nicht existieren sollte. Ein Haus zwischen den Welten. Können Sie mir zeigen, wo dieser Ort ist? Wo genau ist dieses Haus? Ich muss dorthin. Können Sie mir helfen, den Ort zu finden? Wo genau ist dieses Haus? Wagen Sie es ja nicht jemals zu vergessen, dass Sie mir Ihr Wort gegeben haben. Er markiert einen bestimmten Punkt auf deiner Karte. Das habe ich getan und ich gehe in Frieden. Bis dann. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung gar nicht. Ich kann nicht hierher, um Blut zu vergießen. Und
Das heißt, es ist immer, Gewalt wäre keine Lösung. Aber kann ich nicht plündern? Nicht einmal der zerfallende und doch auf unheimliche Weise stille Zuflucht von Dead Willow rettet diese arme indianische Person vor einem vorzeitigen Ende. Nun ist ihre Seele auf den Weg ins Reich ihrer Ahnen, wenn sie denn tatsächlich aus diesem Fegefeuer fliehen kann. Ich dachte, man kann die plündern vielleicht. Wo ist denn mein... Was machst du da unten? Was ist das da? Also ich muss noch so einen Minus-Stat suchen, ne? Anhänglich. Der Verlust oder das Verschwinden von Begleitern und Schergen sorgt für einen Fassungsverlust. In solchen Fällen erhöht sich der Wert der Wahnsinnsprobe um 20%. Der weitere Sorgendialog entscheidend, die zum Missfallen führten, zu einer Fassungsverlust umgeschickt. Die kritische Fehlschlägenchance ist uns... Ach, das ist aber zu krass. Alle Suchtschwellen des Charakters sind niedriger. Depressiv. Alle zukünftigen Erfahrungspunkte werden auf 50% reduziert. Abgelenkt. Erhält man zu lange keine Erfahrung oder Tagebucheinträge, kommt es zu einem Fassungsverlust. Furchtsam. Die Fassungsverlust durch Horrorproben ist erhöht. Hysterisch. Stimme des Wahnsinns, Manien, wird aktiv. Leidet der Spieler unter Manier? Kommen die negativen Effekte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Tragen? Die Panikschwelle ist um 20% erhöht. Bleibt man kämpfen zu lange fern, kommt es zu einem Fassungsverlust. Dialoge mit Begleitern erleiden einen Abzug, automatische Missfallen und einen -2 Sex-Appeal-Abzug. Also Erfahrungspunkte werden... Ich glaube, Suchtschwellen ist am interessantesten oder uninteressantesten. So, gibt es jetzt noch irgendwas Gutes zum Looten? Ich dachte, ich könnte die looten, aber ich glaube, das ist auch nicht mies gewesen, dass ich mich um die gekümmert habe. Aber ansonsten könnte es sein, dass sie irgendwann... Rache gewollt hätten. Und die haben mich angegriffen. Man kann ja auch erstmal einfach mal zuhören, was andere wollen. Muss ja nicht immer so voreingenommen sein. Kann ich mich hier ausruhen? Inventar, Charakterbogen. Ich habe doch... Lagermaterial. Kann ich mich hier nicht ausruhen? Hier sind ja sogar Betten und alles. Der namenslose Soldat salutiert stramm. Erwarte Befehle, Sir. Was ist mit ihrem Trupp passiert? Seine Stimme scheint von Tiefe unter der Erde zu kommen. Die Mission, die Aufklärungsberichte waren falsch, Sir. Unangenehm. Ungenug. Wir erlitten schwere Verluste. Viele gute Männer starben. Ich kann sie immer noch hören, Sir. Welche Mission? Erwarte Befehle, Sir. So. Ich würde jetzt gerne hier eine Pause machen. Mich so regenerieren, bevor ich losgehe, weil beide Charaktere sind recht dead. Dollarbündel. Hier so einen krassen Goldring und so eine dicke Machete. Ist natürlich alles nicht mies.
2 bis 7, 3 bis 8. Die Sache ist, ich kann auch nicht einen anderen Revolver looten von dem anderen Tuli. Kann ich mich denn ausruhen? Das nervt mich schon ein bisschen. Ich habe hier ein Bett und Lagerfeuer. Das muss doch irgendwie gehen. Kann ich nicht machen. Wofür ist das? Das verstehe ich noch nicht. Leichte Erschöpfung, Reiselust. Wie Reiselust? Du reist schneller als normal. Okay. Du wurdest durch Krug mit einem... Achso, das ist das. Da ist mental gefasst. Ja, zum Looten gibt's hier nicht. Das ist scheiße. Na, dann müssen wir wohl zur Weltkarte. Ausruhen. Ausruhen. Was ist das denn? Das Gespensterhaus. Der Name soll es Aufklärung. Der Charakter erkundet das Gebiet nach den besten Lagerplätzen, die einen taktischen Vorteil bieten, sollte die Gruppe angegriffen. Ach so. Zynische Forschung sollte ich auf jeden Fall nach. Hallo? Der Name Psychotherapie. Ziehe Gruppenmitglied Psychologen nutzen. Plus Entfassung. Charakter hat einen mentale verstörten Bild. Fassung gesteigert. Okay, die Fassung finde ich aber ganz okay, glaube ich. Kennenlernen. Wache halten. Senkt Begegnungschance. Dann ruhen wir uns mal aus. Oh, das ist HP. Auch wenn du nicht wirklich vertraut bist mit deiner direkten Umgebung, hier in diesem öden städtlichen Umfeld fühlst du dich doch nicht fremd. Ist das Arkham? Vielleicht eine vergessene Ecke, die du nie besucht hast. Inmitten der Grabstelle steht eine verlorene Figur, kaum anwesend, doch unbestreitbar real. Auf seinem Weg zu einem bestimmten Haus war der Mann stehen geblieben, hatte sich zu dir umgedreht und blickt dich nun an. Dieser Ort, fremd und doch fast vertraut. Seine Abgebrühtheit steht in Kontrast zu seinem nachdenklichen Auge, in deren Tiefe du ein Meer des Staunens aufblitzen siehst. Geht es im Grunde nicht darum, in der Fremde zu sein, zu entfliehen? Wenn ich etwas vermuten müsste, so würde ich sagen,
dass ein starkes Verlangen der seltsamen Umstände unseres Treffens dienlich gewesen ist. Er sieht dich ohne zu blinzeln aufmerksam an. Sie sind auf Wanderschaft, vielleicht so wie ich. Das Timbre seiner Stimme besteht aus vortrefflichen Obertönen. Warum sollten sie hier sein, wenn sie das nicht wären? Was hat uns zusammengeführt? Es scheint, unsere Wege haben sich hier in diesem riesigen Reich unter der Einfallslosigkeit der bewussten Welt gekreuzt. Was Ihre Frage anbelangt, so bin ich nur ein weiterer verirrter Passagier. Erwarten Sie also keine Allwissenheit von mir. Grübend. Doch die wirkliche Frage dreht sich um Sie, nicht wahr? Mr. Freeman, vielleicht wurden Sie aufgefordert, eine Erinnerung zu suchen, die gar nicht die Ihre ist. Seine Augen verdunkeln sich. Sie strahlen eine tragische Aura aus, deren Quelle etwas Furchtbares ist. Und was erstreben Sie? Nach einer knappen Pause durchschneidet seine klare Antwort die Spannung der stygischen Abstraktheit. Inspiration. Einst müssen Sie wissen, Wanderer. Es wird ein Preis zu zahlen sein, wenn Sie keine andere Wahl haben. Doch klammern Sie sich an Visionen voller unaussprechlicher Schrecken, um ihre Existenz zu sichern, so sehr sie auch an ihrem Verstand nagen mögen. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich muss weiter. Das klingt poetisch. Können Sie vielleicht ein Künstler sein? Ich verstehe nicht. Können Sie das bitte ausführen? Ich werde nicht so leicht Antwort geben. Wissen über jemanden zu haben, ist etwas Mächtiges. Und diese Prämisse gilt es in Träumen. Und diese Prämisse gilt selbst in Träumen. Doch ich gebe Ihnen eine Chance, da Sie meine Fantasie eingedrungen sind. Ich werde Ihnen von meiner Reise erzählen und Sie werden mir sagen, wer ich bin. Mir kühlt das wohl klingende Stimme. Mit kühler doch wohl klingender Stimme. Mann, was trinken. Reisender Junge auf dem Pfad der Prophezeiung, arbeitest vom Punkt der Banalität, wandelt das Kind. Nebelschleier über der Wahrheit von Vergangenheit und Zukunft, dösend jenseits der Schlange, hort und nur für einen Blick bestimmt, Omen gebieten, ihm nach Verbotenem zu streben, laurend in dem Labyrinth, eines und verloren. Plagen wird sein Berührung einen jenen, hundvoll vom Vergessenen umarmt, das sie auserkoren. Cherubimflügel tragen ihn in seiner Fantasie. Arbeitsarm wird er suchen und gehen von hinnen. Reiner Glanz seiner Träume nicht von Dauer wird sein. Tunlichst muss bald die Suche nach dem Silberschlüssel beginnen. Erhaben wird er sein im unsterblichen Kontinuum, wild und frei. Rücktritt von der Welt für all das, was war und jemals sein. Antworten Sie mir also, Wanderer, wer bin ich? Sich ihn genau ansehen, um Dinge über ihn abzuleiten. Ich habe keine Ahnung, können Sie das noch einmal wiederholen? Du siehst ihn forschend an, bevor du schließlich die Ergebnisse seiner Schlussfolgerung murmelst. Mehr zu dir selbst. Hat nie schwer Arbeiten mit den Händen verrichtet. Schwere. Eher Feingeling.
Fein? Ach, eher feingliedrig. Kein sichtbarer Adern. Du merkst ein leichtes Lächeln, das auf seinem Antlitz erschienen ist. Stumpfe Fingerspitzen. Schreibmaschine? Sein Lächeln wird breiter, fast zu einem Grinsen. Es ist wahrscheinlich, dass sie ein Schriftsteller sind. Bewundernd klatscht er sich ersachtlich in die Hände. Sieh mal an. Wie mir scheint, haben sie ihre scharfen Augen gut eingesetzt. Die Kleidung lässt Adel vermuten, aber Abwärtszungen. Die Abwärtszungen andererseits. Er hebt gespannt die Augenbrauen, vielleicht eine lange Zeit getragen, ohne möglichst sie zu wechseln. Was sind denn Abwärtszungen? Er scheint deine Vermutung zu bestätigen. Erstens, was darauf hindeutet, dass ihre finanzielle Situation schlechter sein könnte, als sie es gerne nach außen hin zeigen. Er nickt feierlich und zeigt ein dünnes Lächeln. Sie mögen die Antwort auf mein Rätsel nicht gefunden haben, doch stattdessen haben sie etwas Besseres getan. Sie haben die Antwort auf meine Person gefunden. Oder zumindest auf einen beachtlichen Teil meiner Person. Sie scheinen mit den nötigen Mitteln ausgestattet zu sein, um sich in den Traumlanden zurechtzufinden. Mein Name ist Randolph Carter. Er wendet seinen Blick dem tristen Himmel zu. Wenn Sie mich nun entschuldigen, ich habe noch einen weiten Weg zur Ewigkeit vor mir. Ich glaube, ich habe Ihre Frau getroffen. Sie sucht überall nach Ihnen. Nein, weg da! Es kommt! Das ist der Mann von der Frau. Er hält 2 Fassungen und 13 Gesundheit. Ich bin immer noch mega lowlife. Nach dem Ausruhen. Eine Entdeckung bei der medizinischen Forschung. Formel Kokainpulver. Zeit mit dem namenlosen Zerdachverband plus 1 Verfassung erhalten. Du hast seltsame Orte in deinen Träumen besucht. Er hält 20 Gesunde nach dem Ausruhen. Zeit mit Teufel verbracht, eine Fassung, bla bla. Du hast seltsame Orte in deinen Träumen besucht. Fertig. Wollen wir mal weiter? Nein, wir werden erst wieder angegriffen. Diesmal ziehe ich mich auf jeden Fall zurück, außer es ist irgendwas Besonderes, aber ich glaube nicht. Ach du Scheiße. Ist es möglich, da irgendwie außenrum zu laufen? Okay. Ein Klicken weckt dich aus dem kurzen Nickerchen, das du auf deiner Reise gemacht hast, und ruft dich aus den Tiefen eines lichtlosen Traums. Ähnlich mechanische Geräusche folgen. Die Augen öffnen und nach dem Ursprung des Klickens suchen, dich nicht bewegen und versuchen, den Ursprung des Geräuschs herauszufinden. Einige Sekunden später blitzt die Antwort in deinen Geist auf. Die Klickgeräusche und das Scharren von Metall auf Metall ist unverkennbar. Jemand baut eine Schusswaffe zusammen. Die Augen öffnen und nach dem Ursprung des... Du siehst den namenlosen Soldaten ein paar Meter entfernt auf dem Boden sitzen. Er ist damit beschäftigt, sein gutes altes M1913 Razor 4 zusammenzubauen. Während du seine automatische Bewegung beobachtest, hast du das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als er die Waffe zitternd umdreht und sich den Lauf unter das Kinn hält, verstehst du den Grund für dieses merkwürdige Gefühl. Die Situation scheint schnell außer Kontrolle zu geraten. Legen Sie die Waffe weg. Das ist keine gute Idee. Lachen Sie überraschen mich immer wieder. Ihr Beruf, um ihn zu unterbrechen. Legen Sie die Waffe weg. Er legt die Finger auf den Abzug. Gott sei mir gnädig, aber ich kann nicht weitermachen. Plötzlich ruft er mit quellender Stimme. Ich bin ausgelaugt. Fühle nichts.
noch nicht einmal Angst. Ich hatte vor allem Angst vor dem Tod, vorm Versagen, davor meine Lieben nie wiederzusehen. Ich war einmal im Leben, verstehen Sie? Und wenn ich nun noch nicht mal mehr Angst verspüren kann, dann muss ich bereits tot sein, also bitte verurteilen Sie mich nicht. Hoffnungslosigkeit erfüllt seine letzten Worte, die als Flüstern erklingen, denn ich habe es versucht. Hat ihre Mutter sie in die Welt gesetzt, damit sie sich umbringen und ihr damit das Herz brechen, Soldat? Nur ein Versager würde das versuchen, kein wahrer Soldat. Vielleicht ist das der einzige Weg für sie. Ich frage mich, was passiert, wenn ein toter Mann Selbstmord begeht. Der blasse Mann wendet sich dir wild zu. Was wissen Sie schon von meiner Mutter, Williams? Und wer hat ihn verdammt nochmal erlaubt, hierher zu kommen? Er heult nur fast schon. Lassen Sie mich in Ruhe, Williams. Ich dachte, ich wäre Jones. Ich versuche nur, das Leben eines Freundes zu retten. Sie haben Menschen, die Ihnen wichtig sind. Und dieser Krieg muss früher oder später enden. Warum jetzt aufgeben? Kommt sie zu sich. Das ist unter Ihrer Würde. Ich versuche nur, das Leben eines Freundes zu retten. Er schlägt die Augen nieder. Ich habe es versucht, Williams. Wirklich, in mir ist ein Schatten. Er gehört auch zu mir und er frisst all meine Hoffnung. Er schluchzt. Und jetzt ist nichts mehr übrig, gar nichts. Ich hatte auch genügend schlechte Tage, ihm von dem Fall mit den Derby Street berichten. Kommen Sie, Soldaten, tun Sie nichts, was Sie bereuen werden. Legen Sie die Waffe weg. Aha. Der Soldat sitzt während deiner Geschichte mit völlig ausdruckslosem Gesicht da, als er schließlich spricht. Bist du dir nicht sicher, ob er auch nur eines deiner Worte gehört hat? Zeit für einen Wachdienst. Er schnieft und schüttelt sich. Und er fährt mit einem schüchternen Lächeln fort, ein ausgesprochener seltener Anblick auf seinem grauen Gesicht. Danke, Williams. Und sie sind gar nicht so ein Arschloch, nur ein bisschen. Er geht wieder dazu über, ins Nichts zu starren. Das war knapp. Damit sage ich einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.